Alles geklärt. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Ich begrüße die beiden Trainer hier bei mir auf dem Podium, Alexander Schmidt und Christoph Dabrowski. Und ich bitte Sie, Herr Schmidt, um Ihr erstes Statement zum Spiel. Ja, erstmal hallo zusammen. Mit dem Spiel heute, muss man ganz ehrlich sagen, können wir aus Dresdner Sicht nicht zufrieden sein, ja, muss man deutlich sagen. Obwohl das Ergebnis 0-0, ja, nach außen hört sich das jetzt gut an und ist auch für uns wichtig, dass wir hier einen Punkt mitnehmen. Aber insgesamt waren wir nach Ballgewinnen im Offensivbereich speziell zu fahrig, ja, haben die Bälle zu leicht hergegeben, waren nicht zielstrebig genug Richtung Tor, haben ordentliche Ballgewinne gehabt im zentralen Bereich, spielen dann nach außen. Ja, einfach hat nicht so gepasst, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass wir heute so diese letzte Spritzigkeit, die wir gegen HSV auf den Platz gebracht haben, etwas vermissen ließen. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt nicht entschuldigen, weil wir bei Hannover 96 einen Punkt holen. Ja, klar, in der einen oder anderen Situation hatten wir auch das nötige Quäntchen Glück, das halt brauchst, ja, dass man was holt. Aber wie gesagt, wir bleiben positiv und nehmen den Punkt mit. Er war wichtig für uns. Im Abwehr, was die Abwehr betrifft, war ich sogar nicht unzufrieden. Ja. Die haben es gut gemacht. Aber insgesamt nochmal können wir besser spielen und werden gegen Rostock wieder eine aggressivere, eine aktivere und eine Mannschaft sehen, die einfach so spielt, das uns stark gemacht hat, ja, bisher. Ja. Vielen Dank. Dabro, dann dein erstes Statement zum Spiel, bitte. Hallo zusammen. Wir haben heute die englische Woche mit einem Teilerfolg abgeschlossen. Ich war mit dem Spiel meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben defensiv glaube ich, kaum eine Chance zugelassen, waren dort sehr stabil, auch in der Restverteidigung. Und man sieht eine klare Entwicklung unseres Spiels, auch gerade was das Offensivspiel anbetrifft, wo wir uns sehr viele Torchancen rausgespielt haben. Einziges Manko war heute, dass wir uns nicht mit einem Tor belohnt haben. Aber ich denke, es ist eine klare Entwicklung zu sehen und deswegen kann ich heute damit leben, dass wir die englische Woche nach dem Pokal-Highlight am Mittwoch mit dem Punkt abgeschlossen haben. Jetzt gilt es zu regenerieren, die Länderspielpause zu nutzen, unser Spiel weiterzuentwickeln, daran hart zu arbeiten. Und dann werden wir auch die Chance haben und die Möglichkeiten haben, auch Spiele zu gewinnen. Vielen Dank. Danke auch. Dann ist jetzt Zeit für Ihre und eure Fragen. Bitte kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikro einmal rum. Florian Krebs macht den Anfang. Tag zusammen. Hallo Dabro. Frage an... Oh, das kostet aber, ne? Ja. Was habt ihr, 50? Muss ich mal in den Strafenkatalog reingucken. Dabro, du hast die Chancenverwertung eben schon angesprochen. Laut deinen Worten eben das einzige Manko. Was denkt man da, wie die allerbesten Chancen reihenweise versiebt werden? Auch die Statistik sagt 16-6 Torschüsse. Dein Trainerkollege, der Schmidt, hat es ja eben auch gesagt, dass in vielen Situationen oder in einigen Situationen Quäntchen Glück war. Was denkt man da, was sagt man da und wie kann man es abstellen? Ist ja nicht ganz neu. Ja, in erster Linie sehe ich eigentlich das Spiel als Gesamtes. Und ich habe ja gerade von einer Entwicklung gesprochen und die ist klar zu erkennen. Unterm Strich tun mir die Jungs dann leid, dass sie sich nicht für den Aufwand belohnen, den sie betrieben haben. Aber nochmal, wir wissen, wo wir herkommen. Wir haben jetzt drei Spiele die Woche gehabt. Wir haben 3-0 gespielt. Wir haben in Rostock drei Auswärtspunkte geholt. Wir haben ein fantastisches Pokalspiel auch absolviert. Und jetzt nehmen wir den Punkt mit und werten ihn als Teilerfolg auf dem Weg unserer Entwicklung. Dann geht's weiter bei Andreas Willicke. Ja, da, wo ich muss auch noch mal nachhaken. Es war ja schon fast bemitleidenswert, wie die Jungs da vorne die Chancen vergeben haben. Habt ihr Cedric Teuchert auch gekauft, dass er solche Situationen dann auch mit dem Tor erledigt. Wie hast du ihn heute gesehen? Ja gut, zuallererst muss man sich erstmal diese Torchancen erarbeiten und auch in die Situation reinkommen. Und das ist uns wunderbar gelungen. Und am Ende werden wir daran arbeiten, dass dann in Tore umgemünzt werden. Ja, ich war grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Spiel und der Leistung von Zeddy. Danke.
Theoretisch gäbe es ja jetzt noch die Möglichkeit, ihr habt noch 2 Wochen Zeit oder eine gute Woche jedenfalls noch was zu tun. Würdest du nicht sagen, dass ihr noch mal gucken sollt, ob ihr noch einen Stürmer findet, der vielleicht euch Tore verspricht? Also ich habe ja davon gesprochen, dass ich eine Entwicklung sehe und grundsätzlich bin ich mit der Arbeit, die Jungs absolvieren, zufrieden und auch mit dem Kader. Und ich denke, dass wir genug Potenzial haben, auch mit der Mannschaft die Saison zu beenden. Dann geht's weiter bei Jonas Schemkus. Herr Dabro, wir haben vor dem Spiel bei der PK schon darüber geredet. Da habe ich gefragt, wie du das mit der Rotation hältst. Jetzt haben Marc Diemers und Sadi Teuchert sind quasi zurück in die Startelf rotiert, nachdem sie gegen Gladbach bei dem tollen Pokalspiel nicht gespielt haben. Warum hast du dich am Ende für die beiden entschieden, die eben bei dem Pokal, die Pokaleuphorie ja nur bedingt mitgenommen haben? Ja, wir haben das Gefühl gehabt, dass wir heute die beste Aufstellung gewählt haben, die für das Spiel notwendig war. Und das Spiel hat auch gezeigt, dass es die richtige Aufstellung war. Wir haben gerade von der Chancenverwertung gesprochen. Das ist das einzige Manko. Aber grundsätzlich denke ich, dass die Jungs, die auf dem Platz waren, auch ihre Aufstellung gerechtfertigt haben. Dann einmal in der letzten Reihe in der Mitte, bitte. Guten Tag, Timo Seimert von der Sächsischen Zeitung. Hallo, Herr Schmidt, darf man sich heute bei Kevin Proll wieder mal bedanken, dass dieses Spiel 0-0 ausgeht? Erste Frage. Und die zweite Frage ist, Sie haben Moritz Schröter eingewechselt, wieder ausgewechselt. Das ist immer sehr bitter für einen Spieler. Waren dahinter taktische Überlegungen oder hatte das Tatsache sportliche Gründe? Ja, in der Tat, der Kevin hat sehr gut gehalten. Ja. War präsent, war gut, ja, war wichtig. Und den Wechsel Moritz Schröter war taktisch bedingt, weil wir einfach einer weniger waren und weil wir einfach einen rein defensiven Spieler in den einen der beiden Ketten haben wollte. Und Joe Belize ist einfach halt ein sehr starker Zweikämpfer, ja, genauso wie Robin Becker. Und in dem Moment war es halt einfach notwendig, dass wir hier nochmal den vielleicht entscheidenden Zweikampf dann gewinnen. Ne? Dann genau direkt die Nachfrage gern. Jetzt haben Sie schon die Situation angesprochen, dass Sie in Unterzahl gespielt haben. Wie haben Sie die Situation in der 83. Minute gesehen mit dem Elfmeter, dann Freistoß und der roten, gelb-roten Karte? Ja, ich war auch sehr weit weg und habe halt einfach gesehen, dass der Spieler Bayer ins 1 gegen 1 geht, mit Tempo drüber geht über Michael Okoto. Und der Michael halt versucht dann nochmal, dass er nachverteidigt und halt dann faul macht. Ja, und ja. Hab mich schon mit Elfmeter abgefunden, aber der Fußballgott war halt wahrscheinlich Dresdner, ja, und hat einen Meter rausverlegt, den Freistoß dann quasi. Dann bleiben wir einmal bei den Fragen an Herrn Schmidt und genau der nächste Dresdner Kollege. Thomas Nahnhoff, Dresdner Morgenpost. Herr Schmidt, wir haben ja damit gerechnet, dass Janik Stark hinten reinrutscht. Waren Sie trotzdem überrascht, dass es so gut mit Kevin funktioniert hat? Nein, in der Tat, die beiden haben wirklich sehr gut gespielt, genauso wie Michael trotz seiner Karte und Chris Löwe. Und Heinz Mörschel hat auch aus meiner Sicht eine sehr solide Leistung gebracht. Also an dem lag es jetzt nicht oder an der Abwehr, dass wir heute einfach nicht so performt haben. Überrascht hat es mich nicht, er hat das öfter schon mal gespielt. Ja. Und ja, Janik Stark, Defensiven ist halt einfach eine Bank. Also von daher war ich jetzt nicht überrascht. Gerne. Noch eine Nachfrage zu Brendan Borrello. Sie wird vielleicht nicht so freuen, dass er jetzt weggeht. Wie ist es für ihn? Er chattet 14 Tage lang komplett um die Welt. Ja, jetzt erstmal einen kleinen Flug nach Melbourne. Ja. Wer schon mal in Australien geflogen ist, weiß, was das heißt. Und was aber gut ist, dass das zweite Spiel im Oman ist. Ja, und dass er da quasi vom Jetlag her dann wieder ein bisschen sich an Europa annähert. Und ja, Oman, hierher sind es glaube ich 5,5-6 Stunden. Von daher, aber insgesamt natürlich ein Wahnsinn. Ja. Aber wir sind froh, dass wir Nationalspieler haben. So, Florian Krebs macht weiter. Bitte warten kurz. Ja, Entschuldigung, war zu schnell. Der Schmidt hat ja eben schon was gesagt zum Elfmeter. Wie hast du denn die Szene gesehen? Ich sehe es ähnlich. Ich war auch sehr weit weg. Mich im ersten Moment natürlich gefreut, ja, dass wir die Chance haben, vielleicht aus einer Elfmetersituation doch noch 3 Punkte zu holen. Aber ja, es ist müßig, darüber zu diskutieren. Am Ende hat der Schiedsrichter sich das angeguckt. Wir müssen das akzeptieren und mehr gibt es dazu auch nicht weiter zu sagen.
Dann geht's weiter bei Jonas Schemkus. Ich kopiere einfach die Fragen vom Dresdner Kollegen. Du hast jetzt quasi anderthalb Wochen frei oder die spielfrei. Habt ihr irgendwie, gibt es jetzt ein paar Tage extra frei? Ist irgendwer weg, von dem wir, den ich nicht auf dem Schirm habe? Wie ist das? Beziehungsweise anderthalb Wochen frei ist ja, stimmt nicht ganz, aber eine Woche, bis du dich wieder vorbereitest, so kann man es ja sagen. Die Jungs kriegen jetzt erstmal zwei Tage frei, weil sie die englische Woche sacken lassen, um auch mal ihre Familien zu sehen und den Kopf frei zu kriegen und sich zu regenerieren. Und dann werden wir diese Woche eine gute Trainingswoche reinbringen, wo wir an ein paar Dingen nochmal arbeiten werden im Detail. Werden dann das nochmal sacken lassen am Wochenende. Und dann geht es schon Freitag nächste Woche in Heidenheim weiter, wo wir wieder um drei Punkte kämpfen werden. Ja. Jetzt zwei Tage frei, dann Trainings und das Wochenende ist dann auch frei und dann geht es wieder ganz normal los mit der Vorbereitung. Genau. Okay, danke. Dann geht es weiter bei Andreas Willig. Ja, es stimmt mir natürlich zu, dass man eine spielerische Entwicklung sieht und dass es natürlich dramatisch war, wie viele Chancen vergeben wurden. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, kann man nicht unbedingt sagen, dass man so eine super klare Entwicklung hat. Ihr habt den Befreiungsschlag verpasst und hängt im Grunde noch unten weiter mit drin. Wie sehr ärgert dich das? Also wenn ich von Entwicklung spreche, dann glaube ich, sehe ich auch eine Entwicklung, was die Punkte anbetrifft. Ich glaube, ich habe jetzt das fünfte Spiel als Trainer dieser Mannschaft heute erlebt und da haben wir 10 Punkte geholt. Das ist eine Entwicklung, eine Tendenz, die ganz klar zu erkennen ist und deswegen gucke ich jetzt aktuell nicht zu sehr auf die Tabelle, ja, sondern gucke auf die Entwicklung der Inhalte, die für uns wichtig sind und dann werden wir auch die nötigen Punkte holen. Florian Krebs. Du musstest in der Abwehr umbauen. Luca Kreinsch wird das gefreut haben. Dadurch durfte er auch mal wieder zum Einsatz kommen. Wie hast du seine Leistung gesehen? Und wie sieht das dann in knapp 2 Wochen in Heidenheim aus? Frankie ist isoliert und Bernie ist jetzt gesperrt. Luca hat ein tolles Spiel gemacht. Ich weiß, dass er eine ganz verlässliche Größe ist. Er hat leider die Problematik gehabt, dass wir mit Frankie und Bernie zwei sehr stabile Innenverteidiger haben. Ich weiß, dass ich mich 100% auf ihn verlassen kann. Das hat er heute bestätigt. Und ich hoffe, dass der Frankie zeitnah wieder dabei ist. Ja, und dann bildet er dann zusammen mit Luca die Innenverteidigung. Ja, und das wird meiner Meinung nach auch sehr stabil sein. Ja, gerne einmal in der letzten Reihe, Dirk. Herr Dabrowski, wie weit müssen Sie jetzt Sebastian Stolze wieder aufbauen nach der Riesenchance, die er ja nun wirklich verpasst hat? Das wäre das 1-0 oder der Sieg ja wahrscheinlich gewesen. Ja, ich brauche ihn nicht aufbauen. Das gehört zum Fußball dazu, ja, dass man auch klare Chancen vergibt. Ich denke, dass er hart arbeitet, ja, dass wenn er von der Bank kommt, man sich 100% auf ihn verlassen kann. Und ich hätte ihm heute natürlich gewünscht, dass er das Siegtor schießt. Aber man muss auch sagen, dass wir vorher noch genug andere Möglichkeiten hatten, das Spiel zu entscheiden. Und es hat heute nicht sollen sein. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen unseren Gästen natürlich eine gute Heimfahrt. Kommt wieder gut nach Dresden. Und ich glaube, es war für alle 96-Anhänger eine richtig gute Woche. Von daher noch einen schönen Sonntagabend und bis bald.